Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Die Sims 4 in der 100 Baby Challenge. In der letzten Folge gab es zwei neue Babys, Gabi Ragnar Winter und Gertrud Ragnar Winter. Du willst die Hände waschen? Okay, danach kannst du dich aber mal schlafen legen. Conny hat inzwischen... wie viele Babys haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bei 12 Kindern sind wir von 100. Das heißt, 88 fehlen noch. Easy. Vielleicht. So, Erntefest. Marotte enthält Frühaufsteher. Franco ist Frühaufsteher. Okay. So, du musst auch bald mal aufstehen. Steh mal auf. Du kannst ihm mal was Zwerg beschwichtigen. Gib ihm Salat. So, du kannst aufstehen. Einmal darfst du hier Windel wechseln. Babypflege, Windel wechseln. Und dann darfst du hier einmal füttern. Füttern, stillen. So, du kannst dich mal baden lassen. Mehr Auswahl, Hilfe, Zeit für ein Bad. Oh, der brennt. Das ist nicht gut. Du brauchst noch Sozial. Sozial, Hunger und Spaß. Nimm mal ein Stück. Hat die Schelmfähigkeit erworben, okay. Er soll dich baden. Mehr Auswahl, Hilfe, Zeit für ein Bad. Mhm. So, wie sieht's bei dir aus? Du hast Hunger, ne? Dir könnten wir was zu essen geben. Ein Gericht nehmen. Wie sieht's bei dir aus? Kriegst auch langsam Hunger, aber du kannst noch weiter schlafen. Emmenubu. So, Wäsche ist voll. Oh, du musst aber zur Schule, oder? Zur Schule gehen. Aber mal flott, meine Liebe. So, erst dann stellen wir mal noch rein. Dana ist zur Schule. Soll sie mal fleißig lernen. Du kannst gerade mal die Wäsche machen. Die Waschmaschine stecken. Ist nämlich dringend nötig. Und dann kannst doch du mal ein Stückchen essen. Achso, erst musst du noch die Waschmaschine einschalten, natürlich. So, du bist frisch gebadet, das ist gut. Kriegst Hunger. So. Nimm mal ein Gericht. Du kannst mit ihm hier reden. Buch bitte. Sie hat doch bestimmt Hunger, Carla. Tägliche Obergrenze für einen Lebensstil erreicht. Festtagsessen müssten wir machen. Feiertagszwerge. So, du kannst gerade mal die Wäsche waschen. Ich will schwitzen. Was für ein Rausch. Der Adrenalinschub verleiht Conny ein fantastisches Gefühl. Sind ihre pulsierenden Muskeln ein Zeichen, Muskeln dafür ein Zeichen, dass sie Fitness mag? Ja.
Dann singen wir mit Lilly. Kannst du? Ne, du schläfst noch. Du brauchst Aufmerksamkeit. Könnt ihr den Zwergen auch was singen? Was ist das? Ne. Könnt ihr nicht. Aber könnt ihr euch gegenseitig Aufmerksamkeit geben? Herumlaufen? Ach so, sie ist das. Über LKW reden, über Spielzeug reden, umarmen, Lied singen, für einen schwierigen Test, für beide lernen. Dano Rodriguez kannte die meisten Antworten für den leichten Test bereits, die zusätzliche Lernzeit hat nicht viel geholfen. Okay. So, und du, meine Liebe, solltest dich hier mal drum kümmern. Hier ist eine Windel zu wechseln. Baby, schmutzige Windel wechseln. So, und danach kannst du hier füttern. Füttern, stillen. So, der backt mal wieder weiße Torte. Mit Aufmerksamkeit. Ja, Aufmerksamkeit steigt. Sehr schön. Lustige Gesichter schneiden. Einen Kuss hauchen. Dann können die eigentlich auch hier zusammen spielen, ne? Mit Puppen spielen, mit... Hä? Ach so, genau, er ist das, ja. Cleanbar. So, und du kannst dich dann gerade mal noch um die Wäsche kümmern. Auf Wäscheleine hängen. Ich könnte es auch in Trockner tun, aber es ist gerade Trockenwetter. Warum sollten wir, ne? Verbraucht nur Energie. So, dann kannst du dir mal ein Stück Torte nehmen. Und dann müssten wir Unkraut jäten. Du kannst auch mal so langsam aufstehen. Wir können schon mal Essen rausstellen. So, nimm mal ein Gericht. Seid ihr ruhig? Schläft. Sehr gut. Du bitte auch. So, dann könntest du nämlich hier gerade nochmal alles verkaufen und jäten. Das wäre gut. Sie holt sich gerade was zu essen. Ragnar bringt den Müll raus, das ist auch gut. Und ab morgen geht die Abstimmung wieder los. Das ist auch gut. Level 3 der Fantasiefähigkeit erreicht. Sehr gut. Oh, du musst dringend aufs Klo. Töpfchen Hilfe, Ragnar. Ah, das geht in die Windel. Wie sieht's bei dir aus? Bei dir ist alles grün. Du hast Hunger. Das Problem lösen wir gerade. Du kannst dann hier nochmal reparieren. So, bitte einmal Töpfchen Hilfe. Und da ist
Eine Windel fällig. Einmal Windel wechseln. So, er kriegt Töpfchenhilfe, das ist gut. Ja, erstmal jäten. Erstmal Unkraut jäten, ne? Wie sieht's denn bei dir aus? Du musst auch aufs Töpfchen. Nutzt du mal das zweite. Sie kann das ja zum Glück. So, hier haben wir Nummer 2. Da braucht wohl jemand was zu essen. So. Ja, sie jätet erstmal. Einfach weil sie es kann. Da merkt man, dass das schon 12, dass das Kind Nummer 11 und 12 sind. Das stört nicht mehr, dass sie schreien. Juckt sie kein bisschen mehr. Es wird erstmal Unkraut gejätet. Prioritäten, so wichtig, ne? Dann machen wir aber das mal nicht vorher. Sondern dann lassen wir natürlich vorher mal Töpfchenfähigkeit erworben. Sehr gut. Sehr gut. Was machst du? Na, du kannst sie jetzt nicht sprechen. Du brauchst Aufmerksamkeit. Wir haben noch 2 andere Kitties, wo du die kriegen kannst. Über Lieblingsfarbe reden. Unfug reden. Liebevoll umarmen. Über Spielzeug reden. Lied singen. So. Und anschließend kannst du jetzt das hier reparieren. Und dann können wir das vielleicht auch gleich mal verbessern. Achso, kann nicht verbessert werden, weil es kaputt ist. Okay. Das Argument lasse ich gelten. So, beide gestillt. Schreit nicht mehr. Schläft. Willst du auch noch ein bisschen mitreden? Über Party reden. Über Prinzessinnen reden. So, schon kriegen die ihre Aufmerksamkeit. Ich finde das toll. Kannst du hier eigentlich auch schon was mitmachen? Nee. Dana Rodriguez ist fertig für heute. Sehr gut. Braucht Spaß und braucht Energie. Spiel mal gerade noch ein bisschen Spiel. Spaß ist gerade das Wichtigste. Hallo? Ach so, vielleicht sollte ich auch sagen, was sie spielen soll. Hey, hau mal da ab. Hau ab. So, er macht Platz. Das ist brav. Das ist absolut brav. So, bei dir ist alles grün, das ist gut. Du brauchst Spaß. Du könntest das noch essen. Ist der verdorben? Nö, Qualität ist noch ausgezeichnet. Und danach kannst du mal spielen. Du müsstest gebadet werden, meine Liebe. Oder ist da die Windel voll? Da ist die Windel voll, ne? Ne, du bist das. Du müsstest gebadet werden. Trösten, bitte. Und... baden, bitte.
So, du müsstest mal aufs Klo, meine Liebe. Du müsstest mal aufs Klo. Das musst du allerdings erst reparieren. Level 4 der Bewegungsfähigkeit erreicht. Sehr gut. So, Level 2 der Videospielfähigkeit erreicht. Sehr gut, Dana. Spaß hast du wieder, dann kannst du jetzt erstmal noch ein bisschen schlafen. Genug Spaß. Conny hat folgende Tuning-Teile erhalten. Sehr gut. Dann kann Conny jetzt auch aufs Klo. Und dann können wir das hier mal vielleicht nachher noch verbessern. Wasseraufbereiter. Wasserverbrauch wird erheblich in das, und robuste Armaturen. Das machen wir mal. So, Gertrud Ragnar hat Geburtstag. Die Zeit fliegt nur so dahin, nicht wahr? Ja. Aber die lasse ich in dem Alter, also da lasse ich sie noch von alleine älter werden. Sporttag Footballteams beginnt. Haust du da mal ab? Jetzt. Robuste Armaturen. Wasseraufbereiter. Conny kriegt auch langsam Hunger. Aber da müssen wir jetzt echt mal gucken, dass wir hier ein bisschen... Das Objekt benötigt kein Wasser mehr und verbrennt auffüllbares Benzin. Okay. Was brauchst du? Sprechen. Traurig, weil... Müde. Leg dich einfach schlafen, meine Liebe. Einfach schlafen legen. Ach, das bist du. Das warst gar nicht du. Du bist wütend. Aufmerksamkeit. Du hast Aufmerksamkeit. So, du brauchst noch ein bisschen Energie. Conny repariert gerade noch. Kannst du dich? Oh, er macht das. Oh, das ist. Es sind ja auch seine Töchter, ne? Oh, Waschbecken ist kaputt. Na toll. So. Kann einfach tun, was sie will. Da wird noch jemand müde. Du kannst dich auch mal schlafen legen. Verbesserung fertig. Sehr gut. Die erste wäre durch. Level 5 der Geschicklichkeitsfähigkeit erreicht. Sehr gut. Wer klopft? Oh, Schwester. Oder Tochter. Conny Alfred Winter. Die ältere Schwester von der Dana. So. Die brauchen noch ein bisschen Energie. Ist geschickt, wenn der Papa im Haus ist. So, du wirst auch müde, meine Liebe. Du kriegst aber auch Hunger. Dann sollten wir dir vielleicht gerade mal was zu essen geben. So. Du müsstest aufs Klo. Du kannst das doch jetzt. Aufs Töpfchen gehen. Mach das mal. Sehr gut. Wie lange ist der Ragnar eigentlich noch da? Morgen noch. Okay. Sie hat sich was zu essen geholt. Sehr gut. Oder er, vielmehr. Franco ist das ja. Hör auf zu plärren. Iss. Du hättest da eigentlich noch was reparieren sollen. Ja. So, kann man hier auch nochmal reparieren. Linba.
So, sie schläft noch. Sie können wir jetzt aber mal aufstehen lassen. Dann kann sie zumindest mal schon mal ihre Hausaufgaben machen. Danach darf sie was essen. Dann darf sie noch ihre Zusatzaufgaben machen. So. Ah, Ragnar räumt auf. Brav. So, dann müsstest du auch mal so langsam schlafen. Geh du mal. Um den Rest kümmern wir uns später. Wie sieht's bei dir aus? Du bist müde. Du gehst ins Bett, das ist gut. Du bist im Bett. Du bist auf dem Klo. Wo ist Conny? Bringt den Müll weg. Kümmert sich Ragnar drum? Sehr gut. Dann kannst du dich schlafen legen. Sehr gut. Der ist echt Gold wert. Absolut Gold wert. So, aber wie ich sehe, ist die Zeit auch um. Deswegen sage ich mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.